Hallo, heute geht es um Sommerbücher. Bücher also, die sich sehr gut für den Sommer eignen. Ob als Idee für den anstehenden Sommerurlaub oder wenn man zu Hause bleibt, aber Fernweh hat und deswegen auf der Suche nach sommerlichen Büchern ist. Ich hoffe einfach, dass für alle irgendetwas dabei sein wird. Die Bücher spielen also alle im Sommer und das spürt man während des Lesens auch. Es gibt in allen Büchern schöne Landschaftsbeschreibungen. Inhaltlich aber unterscheiden sie sich natürlich. Wir fangen in diesem Video erst einmal schön an, dann wird es etwas ernster, düsterer und dann schließen wir den Kreis, indem wir wieder über angenehmere, leichtere Bücher sprechen. Und ja, das zum Video, fangen wir an. Den Anfang macht ein Klassiker aus dem Jahre 1889, ein witziges und auch selbstironisches Buch, und zwar Drei Mann in einem Boot, ganz zu schweigen vom Hund von Jerome K. Jerome. Wie der Titel verrät, es geht hier um drei Männer und einen Hund. Sie wollen eine Bootstour auf der Themse machen. 12 Tage soll dieser Ausflug dauern, der aber ganz anders verläuft als geplant. Es passiert immer irgendetwas, also lauter Kleinigkeiten im Grunde, aber permanent. Also wirklich ein Missgeschick folgt auf ein Unglück, folgt auf ein Missgeschick, folgt auf ein Unglück und so weiter. Ob es nun darum geht, dass die Männer sich auf dem Fluss der Themse wohlgemerkt verirren oder ob sie Probleme dabei haben, ein Zelt aufzubauen, ob der englische Regen ihnen ihre Pläne durchkreuzt und so weiter. Man merkt während des Lesens übrigens auch sehr schnell, dass die drei Freunde sehr bequem sind, sich also auch gar nicht wirklich um die Pannen und Fehler kümmern wollen, es aber letztlich trotzdem irgendwann müssen. Sie sind alle total tiefenentspannt, nehmen nichts wirklich allzu ernst. Meist warten sie auch darauf, dass irgendeiner der anderen sich der Sache annimmt. Sie lassen sich einfach durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen. Und das Ganze wird auf eine so köstliche Art und Weise von einem der Freunde hier erzählt. Und das ist auch eigentlich, was diese Geschichte so lustig macht, die Erzählweise. Also ein unglaublich unterhaltsames, lustiges Buch, wenn man englischen Humor natürlich mag. Es ist Geschmackssache wie immer. Mir hat es zumindest sehr gut gefallen. Insbesondere die erste Hälfte fand ich sehr stark. Sehr empfehlenswert also, wenn man einfach abschalten und heitere Stunden verbringen möchte in England. Wir gehen über zu einem moderneren Klassiker. Kein humorvolles Buch, aber ein schönes nichtsdestotrotz, und zwar Jamila von Genghis Aitmatov. Das spielt während des Zweiten Weltkrieges, und zwar in einem kleinen Dorf in Kirgisistan. Die Männer wurden zum Großteil einberufen. Es sind nun also die Frauen und Jungen, die sich hauptsächlich um die Landarbeit kümmern. So auch Jamila, eine junge, selbstbewusste Frau. Sie fährt die Getreideernte aus, und zwar gemeinsam mit ihrem sehr viel jüngeren Schwager, dem jüngeren Bruder ihres Mannes, und mit Danija, einem Kriegsrückkehrer ohne Heimat und ohne Familie. Danija ist ein sehr schweigsamer und in sich gekehrter junger Mann. Jamila ist so ziemlich das Gegenteil von ihm. Sie ist sehr quirlig, sehr lebendig, sehr laut und zieht Danija während dieser Fahrten auch immer wieder mal auf. Doch dann, eines Tages, fängt Danija völlig selbstvergessen und versunken an zu singen. Worüber er singt und vor allen Dingen wie er singt, verrät sehr viel über sein Wesen. Also eigentlich offenbart er sich durch seinen Gesang, ohne das aber wirklich zu beabsichtigen. Jamila ist von diesem Gesang völlig verzaubert. Es berührt sie wirklich sehr und so entwickeln die zwei dann mit der Zeit Gefühle füreinander. Aber Jamila ist verheiratet und ihr Mann kehrt auch bald aus dem Krieg zurück. Die Frage ist also, was die zwei tun sollen. Es ist eine schöne und auch sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte, die mich wirklich sehr gerührt hat. Für mich persönlich war die Besonderheit dieses Buches auch, dass uns die Geschichte von dem sehr viel jüngeren Schwager erzählt wird im Rückblick. Er hat also noch einen kindlich reinen, aber auch nicht mehr naiven Blick auf die zwei Liebenden. Also eine wirklich sehr urteilsfreie Sicht und er ist auch der Einzige in diesem Dorf. Er nimmt das alles noch ganz, ganz anders wahr und das sorgte für eine ganz besondere Stimmung, wie ich finde. Es steckt aber auch noch eine weitere Liebesgeschichte in diesem Buch und zwar die Liebe zum Leben, zu dem, was das Leben wirklich und wahrhaftig ausmacht. Und außerdem ist es auch noch eine Liebeserklärung an die Kunst. Die Kunst, die die Menschen bewegt, weil sie eben aus dieser Liebe zum Leben und zur Welt heraus entsteht.
Aber das entdeckt man am besten selbst beim Lesen. Die Atmosphäre in diesem Buch fand ich auch wirklich toll. Man steckt einfach mitten in diesem Dorf, auf den Feldern, auf den Wagen, in den Tennen. Man riecht, sieht und fühlt einfach die Weite und die Steppe und den Sternenhimmel nachts. Also wirklich wunderschön. Ein wirklich schmales, aber bezauberndes Büchlein. Wundervoll illustriert übrigens auch wieder einmal von Kat Menschik. Also kann ich auch nur empfehlen. Wir bleiben bei den moderneren Klassikern. Jetzt aber wird es etwas ernster mit Bonjour Tristesse von Françoise Sagan. Das Ganze spielt an der Côte d'Azur. Cécile und ihr Vater verbringen dort ihren Sommerurlaub. Cécile genießt diese Zeit, denn wie sie ist auch ihr Vater sorglos und leichtlebig. Dann aber kommt Anne, eine alte Freundin der verstorbenen Mutter, zu ihnen und beginnt dann auch noch eine Liebesbeziehung mit dem Vater. Cécile sieht ihre geschätzte Unbekümmertheit bedroht, denn Anne ist ein Gegenpol zum Vater im Grunde. Sie ist sehr viel verantwortungsbewusster und auch sehr viel ernster und ihre Art verändert automatisch den Alltag von Vater und Tochter. Obwohl Cécile Anne gegenüber zwiespältige Gefühle empfindet, fängt sie bald schon an, Pläne zu schmieden, um Anne so bald wie möglich loszuwerden. Dafür manipuliert sie einige Menschen in ihrem Umfeld. Sie ist hinterhältig und wirklich regelrecht niederträchtig. Sie ist teils von sich selbst überrascht, aber sie testet ihre Grenzen immer weiter aus und letztlich fügt sie allen Leid zu, sich selbst eingeschlossen. Cécile ist ein interessanter und sehr komplexer Charakter mit verschiedenen inneren Widersprüchen. So ist sie beispielsweise immer wieder mal hin und her gerissen zwischen Reue und gefühllosem Egoismus. Wie ein innerer Kampf zwischen ihren eigenen Wertvorstellungen und ihren verborgenen Abgründen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, ihr Wesen in seiner Komplexität mit der Zeit immer besser kennenzulernen und außerdem ist es auch sehr spannend, die ganze Entwicklung zu verfolgen und zu sehen, wohin das Ganze führen wird. Also ein fesselndes Buch mit einer äußerst interessanten Hauptfigur. Empfehlenswert insbesondere für diejenigen, die Charakterstudien mögen und in diesem Fall eben beim Lesen auch die Sommerhitze, das Meer, die Leichtigkeit eines Strandurlaubs spüren wollen. Gefiel mir unglaublich gut. Mit dem nächsten Buch reisen wir gleich wieder nach Frankreich. Und im Grunde genommen geht es auch hier um einen Sommerurlaub mit der Familie, wie man ihn nicht unbedingt erleben möchte. Nur anders natürlich. Und zwar Die Skrupellosen von Sadie Jones. Es geht hier um Bia und Dan, ein junges Paar aus London. Die zwei leben nicht schlecht, aber eher bescheiden. Einen Sommer dann beschließen sie, mit dem bisschen Angesparten zu verreisen, eine kleine Auszeit zu nehmen. Ihre Reise führt sie zunächst nach Frankreich und zwar in eine ländliche Gegend, wo Bias Bruder Alex ein Hotel führt. Als sie dort ankommen, erwartet sie aber eine große Überraschung, denn sie sind dort allein. Es gibt keinen einzigen Gast im Hotel. Auch generell das Verhalten von Alex ist etwas sonderbar und die zwei, Bia und Dan, sind davon etwas irritiert und auch etwas beunruhigt. Was Bia dann aber wirklich aus der Fassung bringt, ist, dass ihre Eltern einen Besuch ankündigen. Erst nach der Ankunft der Eltern begreift Dan, wie reich Bias Familie tatsächlich ist. Trotzdem aber versteht er nicht, warum seine Frau ihren Eltern gegenüber so kalt und distanziert ist. Ebenso wenig versteht er, weshalb Bia all die Angebote von ihrem Vater, ihnen finanziell etwas auszuhelfen, so vehement ablehnt. Aber das soll nicht das größte Rätsel bleiben, denn eines Nachts wird Alex tot in seinem Auto aufgefunden. Ein Mord wird nicht ausgeschlossen. Und so kommen dann nach und nach immer mehr Geheimnisse der Familie an die Oberfläche. Dabei geht es natürlich um Geld, um Macht, aber auch noch um ganz, ganz andere Dinge. Obwohl Alex' Todesursache hier lange Zeit unklar bleibt und die Ermittlungen insbesondere in der zweiten Hälfte des Buches auch eine bedeutende Rolle spielen, ist dieses Buch kein Krimi in dem Sinne. Dieser Aspekt ist natürlich auch sehr spannend, aber es geht in diesem Buch sehr viel mehr um die Familiendynamik, um Repressionen, Verdrängungen und um noch einiges mehr, was
in dysfunktionalen Familien ebenso vorkommen kann und auch darum, welche Folgen diese Dinge haben können, auch langfristig. Die Charaktere und auch alles Zwischenmenschliche wird sehr gut und sehr nuanciert dargestellt, gefiel mir sehr gut. Auch die Entwicklungen sind sehr glaubhaft. Es ist sehr spannend, also anders spannend. Mich hat das Buch total gepackt. Es ist keine leichte Kost, aber sehr empfehlenswert, wenn man eine Sommerlektüre über dysfunktionale Familien lesen möchte, mit einem wunderschönen Setting in der französischen Provinz. Fand es sehr stark. Es bleibt erst einmal ernst und auch genauso packend mit The Beach von Alex Garland. Auf Deutsch heißt es Der Strand. Es geht hier um Richard. Er ist ein erfahrener Rucksackreisender, der vor allen Dingen Plätze liebt, die nicht von Touristen bevölkert sind. Also er bevorzugt unbekannte, unverdorbene Orte. In Thailand dann bekommt er auf rätselhafte Art und Weise eine handgezeichnete Karte. Auf dieser Karte ist eine abgelegene geheime Insel abgebildet. Richard macht sich dann gemeinsam mit einem französischen Paar, das er dort kennenlernt, auf die Suche. Die drei finden die Insel und sie ist das Paradies auf Erden, also ein wirklich himmlischer Strand, ein göttliches Meer und eine unberührte, tolle Natur. Dort auf dieser Insel entdecken sie dann etwas später auch ein paar Menschen aus verschiedenen Ländern, die sich dort eingerichtet haben. Und die drei, Richard und das französische Paar, schließen sich dieser kleinen Gemeinschaft dann auch an. Mit der Zeit aber erkennt Richard, dass diese Insel einerseits zwar die Idylle schlechthin ist, andererseits aber einer der beängstigendsten Orte, die er je gesehen hat. Und sehr viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, denn ich glaube, je weniger man weiß, umso besser ist es. Den Plot mit all den Wendungen fand ich richtig mitreißend. Es ist eben nicht die paradiesische Utopie, wie es am Anfang scheint. Und die Art, wie sich das nach und nach offenbart, das zieht einen wirklich richtig in den Bann. Aber die Geschichte lebt ebenso sehr auch von den Charakteren. Und auch in diesem Buch geht es sehr stark um das Zwischenmenschliche und um die Dynamiken. Und dazu gehört in diesem Fall natürlich auch das Leben in einer solchen Kommune, also angefangen bei der Arbeitsteilung bis hin zu den Gruppierungen, die Sympathien und Antipathien in der Gemeinschaft und so weiter. Das ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Es ist also schon ein Abenteuer-Reiseroman, in dem darüber hinaus aber auch noch sehr viel mehr drin steckt. Ein wirklich gutes Buch, wie ich finde, mit einer Sogwirkung, das außerdem auch sofort ein Kopfkino in Gang setzt, weil man sich sofort alles bildlich vorstellen kann. Das fand ich auch sehr schön. Ich habe im Übrigen den Film noch nicht gesehen, möchte es jetzt aber im Anschluss sehr gerne tun, denn ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch richtig gut umsetzen kann. Also ich bin gespannt. Also eine mitreißende Sommerlektüre, die auch nicht ganz ohne ist, aber sehr lesenswert, wenn man solche Geschichten natürlich mag. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Einen Wunsch nach Idylle und Selbstbestimmung finden wir auch im nächsten Buch, und zwar in Den Himmel stürmen von Paolo Giordano. Das Ganze spielt in Italien. Es geht hier um die Ich-Erzählerin Teresa. Sie verbringt die Sommerferien bei ihrer Oma. Dort lernt sie dann auch drei Jungen kennen, die auf dem Hof nebenan wohnen, und Teresa freundet sich mit den dreien an. Einer der drei sticht ganz besonders hervor. Er heißt Bern und ist sehr passioniert in allem, was ihn gerade interessiert. Er hat viel Ausstrahlung, ist eine mitreißende Persönlichkeit, jemand, der seinen eigenen Weg sucht und auch geht. Er ist tatsächlich auch die tragende Figur in dieser Geschichte, nicht so sehr die Ich-Erzählerin. Alle Figuren kreisen um Bern. Er ist das Licht und die anderen sind die Motten, sozusagen, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Über die Jahre hinweg verlieren Teresa und die drei Jungen sich immer wieder mal aus den Augen. Dann finden sie wieder zusammen. Sie werden erwachsen und dann lehnen sie sich auch auf gegen das bürgerliche Leben und die Gesellschaft. Sie werden Ökoaktivisten und Aussteiger. Sie sind auf der Suche nach ihrem Lebensweg und nach ihren selbstdefinierten Werten und Vorstellungen. Und wir begleiten sie eben dabei. Es ist also ein wirklich sehr facettenreiches Buch. Ein Buch über Freundschaft, über Verrat, über Eifersucht, Rebellion, über Liebe. Auch ein Roman über ein alternatives Leben als Selbstversorger und letztlich und hauptsächlich eine Geschichte über
Die Suche nach dem Sinn und Selbstbestimmung. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ich werde mich also ganz gewiss nicht an alle Details erinnern, aber ich weiß noch sehr gut, dass es hier sehr viele Wendungen und Entwicklungen gibt und dass das mitunter dafür gesorgt hat, dass dieses Buch für mich ein absoluter Page-Turner war. Also ich konnte es wirklich kaum aus der Hand legen und hatte sehr viel Freude, dieses Buch zu lesen. Und deswegen kann ich es auch nur empfehlen, wenn man sich natürlich für diese Themen interessiert. Ein schönes Buch. Mit dem nächsten Buch kommen wir dann auch zu etwas mehr Leichtigkeit zurück. Auch in diesem Buch geht es um eine Suche, allerdings eine ruhigere Suche, weniger kämpferisch und rastlos, dafür aber mit mehr Offenheit und Neugier, selbst wenn unser Protagonist sich dessen vielleicht anfangs noch nicht ganz bewusst ist. Ich spreche übrigens über Offene See von Benjamin Myers. Das Ganze spielt in England, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und es geht hier um Robert. Robert ist 16 Jahre alt und hat frisch die Schule abgeschlossen. Nach diesem Sommer wird er anfangen, im Bergbau zu arbeiten. Aber noch bevor es soweit ist, möchte Robert etwas erleben. Und deswegen macht er sich auf die Reise, und zwar zu Fuß und ohne irgendeinen Plan. Er zieht einfach los. Er übernachtet dabei oft im Freien. Wenn er etwas braucht, verdient er es sich als Tagelöhner. Und dann zieht er aber auch immer weiter und weiter. Und zwar durch wirklich wunderschöne Landschaften. Und das Ganze macht etwas mit Robert. Er erkennt, wie schön es ist, sich dem Unbekannten und der Ungewissheit hinzugeben und sich dadurch so frei und lebendig zu fühlen, ohne einen Gedanken an die spätere Zukunft, an Verpflichtungen und Erwartungen zu verschwenden. Auf jeden Fall, er entdeckt dann ein abgelegenes Cottage. Dort lebt Dulcie, eine außergewöhnliche ältere Frau, und Rob ist fasziniert von ihr. Sie ist unkonventionell, intelligent, eine weltoffene Frau, die viel erlebt und gesehen hat. Und es ist das erste Mal, dass Robert dann eine etwas längere Zeit an einem Ort bleiben möchte. Dulcie ihrerseits ist auch sehr interessiert an Robert, an seinen Ansichten. Sie nimmt ihn ernst. Und dann eröffnet sie ihm auch auf ihre ganz eigene und charmante Art und Weise neue Perspektiven. Sie bringt Robert dazu, nachzudenken über das Leben, über sein Leben. Aber dann entdeckt auch Dulcie dank Robert etwas. Etwas, was sie sehr auffühlt. Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft und es ist eine großartige Liebeserklärung an das Leben. Die Figuren hier werden absolut lebendig. Die ganze Geschichte hat mich überzeugt. Insbesondere aber, es ist ein Buch, das mich so bewegt hat, wie lange keines mehr zu der Zeit, als ich es gelesen hatte. Und das auch völlig frei von Sentimentalität oder Kitsch, ganz im Gegenteil. Um es kurz zu machen, es ist wirklich ein Buch, das ich am liebsten jedem empfehlen würde, da ich glaube zumindest, dass jeder irgendetwas in diesem Buch für sich mitnehmen kann oder aus diesem Buch für sich mitnehmen kann. Ein Buch, das mir sehr, sehr nahe ging und das mich seither auch immer noch begleitet. Also ein Herzensbuch, um es kurz zu machen. Wir kommen zum Ende mit einer locker leichten Sommerlektüre, in der die zwei Protagonistinnen auch während einer Reise neue Lebensperspektiven erkennen. Und zwar Zwei am Meer von Fanny André. Das Ganze spielt in Frankreich und zum einen geht es um Camille. Sie ist 80 Jahre alt, Witwe, und nun ist auch ihr einziger Sohn verstorben. Zur Beerdigung lädt Camille auch die Ex-Frau ihres verstorbenen Sohnes ein, Isabelle, zu der sie seit der Scheidung allerdings überhaupt gar keinen Kontakt mehr hatte. Isabelle erscheint zur Beerdigung und dort erfährt Camille dann auch, dass Isabelle gerade einen Burnout durchmacht. Sie hat vor kurzem deswegen auch ihren Job gekündigt und macht gerade eine sehr schwierige Phase durch. Sie steckt fest. Auch Camille hat das Gefühl, gerade irgendwie etwas festzustecken in ihrem Leben. Und der Tod ihres Sohnes hat sie natürlich auch nur noch mehr aus der Bahn geworfen. Beide brauchen im Grunde dringend eine kleine Auszeit, etwas Abstand. Und deswegen beschließen sie auch super spontan, eine kleine Rundreise zu machen durch die Normandie und durch die Bretagne, ihre Heimatorte. Beide möchten der anderen die schönsten Orte ihrer Region zeigen, zumal es zwischen diesen Nachbarregionen auch insgeheim eine Art kleinen Wettstreit gibt. Und dann geht es tatsächlich auch los. Und während dieser Reise schauen beide auf ihre Vergangenheit zurück. Sie überdenken die Entscheidungen, die sie getroffen haben und wohin diese sie im Leben geführt haben. Aber
Sie fragen sich auch, wie es in Zukunft mit ihnen weitergehen soll, denn Veränderungen sind nötig, ganz dringend, und das wissen sie auch. Es ist ein süßer, schöner Easy Read für den Sommer. Ein Buch über Mut, über Neuanfänge, auch über Vertrauen in sich und auch in andere. Ich fand die Situation der zwei Figuren sehr verständlich und nachvollziehbar. Zum Ende hin konnte man schon etwas vorhersehen, wie die Geschichte ausgehen wird. Das Ende selbst hat mich persönlich auch nicht wirklich überwältigt, aber ich fand es auch überhaupt nicht weiter schlimm, denn den Rest habe ich wirklich so gerne gelesen. Es liest sich auch so angenehm weg. Schön fand ich übrigens auch, dass es in diesem Buch nicht einzig um die Bestandsaufnahme des eigenen Lebens geht, sondern uns noch sehr viel mehr Abwechslung geboten wird, weil wir einiges über die Bretagne und die Normandie erfahren. Also beispielsweise durch kleine kulinarische oder auch künstlerische Exkursionen. Also die Autorin sorgt dafür, dass wir wirklich in diese Regionen mitreisen. Und außerdem schmeckt man den Sommer. Man betrachtet die kleinen Häuschen in den kleinen Gässchen oder eben das Meer, während man eine Galette riecht und Satie im Hintergrund hört und so weiter. Also, es fand ich sehr süß. Um es kurz zu machen, es ist eine wunderbar leichte Sommerlektüre, um einfach mal so richtig abzuschalten. Genau das Richtige, wenn man auf der Suche nach einer solchen Geschichte ist, wie ich finde. Ich hatte das schon länger nicht mehr und es tat richtig gut. Und ja, das war es auch jetzt zu diesem Buch. Damit komme ich zum Ende. Ich bin sehr gespannt, ob ihr einige dieser Bücher gelesen habt, wie eure Eindrücke sind, ob euch das ein oder andere vielleicht neugierig gemacht hat, ob ihr vielleicht auch einige Empfehlungen für den Sommer habt. Schreibt das alles sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch damit sommerlich schöne Lesestunden und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao!